die ersten Reaktionen zu dem letzten Video. Wie funktioniert freie Energie? Sind jetzt eingetroffen und zwar von der Quelle selbst. Gabi Müller hat zurückgeschrieben und hat mir eine korrigierte Eintopf-Version geschickt. Die möchte ich jetzt mal hier noch mit hinzugeben, um ja, so ein paar Unklarheiten zu beseitigen. Ich lese einfach mal vor. Ne? Hinweis von Gabi Müller zum Video, bla bla bla, was ihr da gesehen habt. Sie schreibt, dass sie nie Fraktale für Sternatmosphären gerechnet hat, also bis 1981, oder für das ostdeutsche IKF-Raumfahrtunternehmen von 1984 bis 1987. Bestenfalls heimlich Ende 1987 steht hier. Dazwischen lag noch das Institut für Kybernetik von 1982 bis 1984 und da liegen 10 Jahre dazwischen. Als sie dann kurz vor der Wende zu Professor Peschel ging, das war von 1988 bis 1991, war das ein ganz anderes Institut innerhalb der Akademie, und zwar IIR, also Institut für Rechentechnik in der Abteilung Nichtlineare Systeme. Das ist alles nachlesbar in der Einleitung von dem Buch, was seit August 2016 veröffentlicht ist und als Leseprobe unter diesem Link hier verfügbar ist. Dann mal noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Video, was ich vorher gedreht habe. Kam das Ding dabei raus. Hier an der Stelle, das ist es. Fraktal, was Auge genannt wird. Ich habe es noch nicht überprüft, ne? Ich glaube dem jetzt mal. Wäre ja ziemlich leicht zu überprüfen mit jedem x-beliebigen PC. Und das ist sofort überprüfbar. Gabi hat da ein Programm hochgeladen, was leider nur auf Firefox funktioniert, aber trotzdem, da könnt ihr dann mal auf den Link gehen und bisschen rumprobieren. Aber das ist doch schon heftig, oder? Jetzt sagt sie, die das da gesehen hat, die Physikerin, es hätte Ähnlichkeit mit dem Katzenauge im Querschnitt. Mit Pupille, mit Iris, mit allem drum und dran. Zu dem Katzenauge. Das hat sie zu diesem Auge so nie gesagt. Also jetzt ganz große Korrektur, hier habe ich mir falsch gemerkt. Sondern sie meinte die Pupille in dem Schädelfraktal, wenn man da heranzoomt. Interessant findet sie auch hier das Hornhautbild bei dem Koppelfaktor 0,5. Ja, und dass sie das erst vor 2-3 Jahren so endgültig rausgefunden hat, das stimmt auch nicht. Das habe ich mir auch was Falsches gemerkt. Der Schädelfilm zum Beispiel, der ist, wie ihr ja auf YouTube seht, seit 2009 schon online. Und das Programm dafür, das ist nochmal 2 Jahre älter. Ob wir es noch ein bisschen ausführlicher wissen möchten? Natürlich. Und zwar schreibt sie hier noch, dass ihre Arbeit mit dem Sonnenatmosphärenmodell in Warschau 1980 war auch nur ein numerisches Verfahren, hatte aber ursprünglich nichts mit der Mandelbrotmenge zu tun. Da wurden Bewegungsgleichungen für Konvektion genommen. Okay. Und auch in einem Raster Punkt für Punkt gelöst. Dass sich dann die Feigenbaumzahlen zeigten, ist rückwirkend ein Hinweis auf die darin verborgene quadratische Gleichung. Aha. Für die Feigenbaum seine berühmten Zahlen fand. Ich gucke dann gleich nochmal, was das mit dem Feigenbaum auf sich hat. Aber diese quadratische Gleichung hat wohl irgendwas mit dieser Vierpol-Gleichung da zu tun, die ich da erwähnt habe. Weiterlesen. Okay, mit den Fraktalen begann sie erst viel später. 1987 bei der Akademie der Wissenschaften in Warschau hatte sie nicht die geringste Ahnung, dass es sowas gibt. Also das Apfelmännchen wird auch Mandelbrotmenge genannt, heißt Z mal Z plus C ist gleich Z. Und dann von vorn, also Z und C sind zweidimensionale Zahlen und C spannt die Bildebene X und Y auf. Z mal Z kann natürlich auch Z hoch 2, also Quadrat von Z geschrieben werden. Während der Rechnung ändert sich Z in jeder Runde. Aber das C lässt man konstant am Punkt X und Y, wo man gerade ist.
Und nur dieser Punkt bekommt irgendwann eine Farbe zugeordnet, die mit Z zu tun haben kann, aber Z selbst und alle seine Stationen werden dann vergessen, bevor es beim nächsten Punkt von vorn losgeht. Mit Z ist gleich 0, also auf der X-Achse und 0 auf der Y-Achse. Und den minimal veränderten C, eben der Nachbarpunkt des Koordinatensystems vom Bildraster. Den Rest, den schreibe ich mal so auf, wie sie mir es geschrieben hat, dass ihr es mal mit euren eigenen Worten im Kopf lesen könnt, weil ich glaube, meine Berufung dazu, da bin ich nicht dafür geschaffen.